Wir machen das zusammen in der Öffentlichkeit. Es ist immer noch besser, wie dass wenn einer von euch hingeht und ihr was antut. Es lohnt sich nicht. Auf keinen Fall. Haltet euch fern von so Leuten. So. Leute, ich habe heute ein besonderes Thema. Ihr wisst ja, mit was ich mich in letzter Zeit beschäftige. Ich muss ja auf jeden Fall nicht viel erzählen. Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, wofür ich mich jetzt einsetze. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich ja mit Carsten Stahl zusammengesetzt. Besser gesagt, ein Video zusammengedreht, was auf meinem Hauptkanal online ist. Und ihr wisst, ich bekomme jeden Tag Nachrichten zugeschickt von Opfern, denen was passiert. Oder besser gesagt, irgendwelche Videos von irgendwelchen Jugendlichen, wo irgendwelche Jugendliche, ihr wisst schon, was gemacht wird. Ich achte jetzt ein bisschen auf meine Wortwahl, weil YouTube da ein bisschen empfindlich ist, keine Ahnung. Normalerweise sollte man genau solche Videos Aufmerksamkeit schenken oder meiner Meinung nach dafür sorgen, dass diese Videos verbreitet werden. Vor allem auch von YouTube und nicht irgendwie verhindern, dass solche Videos nicht ans Netz kommen. Also, ich habe euch ja gesagt, dass es einige Sachen gibt, die ich auf meine Art machen werde und das werde ich auch, was dieses Thema betrifft. Ich habe normalerweise so gedacht, dass ich nur Opfer, die Betroffenen in meine Videos reinnehme, denen eine Stimme schenke und die in Schutz nehme. Das werde ich machen. Aber, jetzt kommen wir zu einem Aber. Ich habe normalerweise so gedacht, dass ich nur Opfer, die Betroffenen in meine Videos reinnehme, denen eine Stimme schenke und die in Schutz nehme. Das werde ich machen. Aber, jetzt kommen wir zu einem Aber. Ich werde, was die Täter angeht, ich werde denen keine Stimme schenken. Das habe ich gesagt. Richtig. Aber wenn es Sachen gibt, dass meiner Meinung nach, dass es das Richtige ist, was ich gerade mache oder was ich vorhabe, dann werde ich auf mein Herz hören, auf meine Gedanken und nicht auf irgendwelche anderen Menschen. Weil ihr schickt mir sehr viele Sachen zu und eine Sache ist mir sehr aufgefallen, bevor ich auf diese eine Sache jetzt oder bevor wir allgemein jetzt auf diese Sache zukommen, möchte ich euch sagen, dass ich zum Beispiel vor kurzem ein Opfer hatte, wo diese Person sich bei mir gemeldet hat, wo die Familie mit dran beteiligt war, wo die Personen mir alles erzählt haben, was passiert ist und nicht eine Story darüber gemacht haben. Weil ich finde es meiner Meinung nach nicht ganz so richtig, mich direkt hier hinzusetzen, ein Video rauszuhauen, ohne dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Und irgendein Bauchgefühl hat mir gesagt, Fatih, mach eine Instagram-Story, guck, ob sich die Gegenseite bei dir meldet, die Täter, hör dir die Seite mal von denen an, weil bei dieser Sache war ich so, ich weiß nicht so genau, was stimmt und was nicht. Natürlich sind in dem Video mehrere Leute zu sehen, aber im Endeffekt ist es so wie so ein Einzelkampf gewesen. Und die Täterseite, die andere Seite, hat sich bei mir gemeldet. Und ich habe mir im Privaten die Seite von dieser Person angehört, was mich natürlich schockiert hat. Also manchmal ist es echt so, es gibt Leute, die, guck mal, es ist keine Frage, es gibt Leute, die werden gemobbt, ja, die werden vermöbelt, das sieht man dann auch im Video, aber nur etwas zu hören, ist eine andere Sache und deswegen finde ich, man sollte sich genau beide Seiten auch anhören, was ich auch die ganze Zeit eigentlich vorhatte oder gemacht habe, aber was das Thema angeht, werde ich mit einem anderen Video zukommen, weil, wie gesagt, ich habe mit beiden Seiten gesprochen und da werde ich euch genau zeigen, was ich meine. Dass man nicht direkt urteilen sollte. Naja, unter dem Ganzen wurden mir Nachrichten geschickt, wo ich auf eine Person sehr aufmerksam gemacht wurde. Und hier handelt es sich um ein Mädchen, die sich so dreckig benimmt in der Öffentlichkeit, die wirklich dafür sorgt, hetzt, dass Leute von euch hingehen, sie schnappen, was auch immer mit ihr anstellen, damit sie genau das erreicht, was sie haben möchte. Ich möchte euch mit diesem Video nur zeigen, ab hier ich übernehme. Wir gehen die ganze Sache jetzt gemeinsam durch. Denn es geht heute um einen Domus, die sich im Internet so daneben benimmt. Ich frage mich, dass es wirklich so solche Menschen noch gibt, nach all dem, was wir so zeigen, was passiert ist. Aber ich brauche mich gar nicht zu wundern, weil bei so vielen Menschen kannst du nicht erwarten, dass alle derselben Meinung sind. Fast alle. Aber es gibt auch unter dem anderen Menschen, die wirklich krank im Kopf sind, auch wenn sie so jung sind. Also, heute geht es um einen Domus, die mir vorgeschlagen wurde, die mir von mehreren Jugendlichen zugeschickt wurde. Und zwar handelt es sich um dieses Mädchen. Wir geben uns jetzt ihre Instagram-Stories, passt auf. Alles fängt damit an. Sie startet eine Fragerunde auf Instagram.
Da postet einer, weil sie vor kurzem das Video mit der 12-Jährigen und 15-Jährigen gepostet hat und sie sich irgendwie darüber lustig gemacht hat, kommt natürlich diese Frage in ihrer Fragerunde auf Instagram, wo eine schreibt: Komme nicht klar, du fandest es echt witzig, wie das 12-jährige Mädchen geschlagen worden ist. Hahaha, ja, finde es witzig, könnte jedes Mal darüber lachen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass also das Domus hier, das Domus-Kind, müsst ihr euch vorstellen, nimmt von der 12-Jährigen und der 15-Jährigen, wo wir alle wissen, was passiert ist, bis an die Medien, Fernseher, überall in den Nachrichten war es, dass man nach so einem Fall, wo solche kleinen Mädels sowas erlebt haben, sich noch darüber lustig machen kann. Also ich frage mich, was ist in deinem Kopf schiefgegangen, dass du dich über so etwas lustig machst, dich hinsetzt und solche Stories postest? Ich meine, wenn wir ich nenne sie jetzt Domus, weil ich möchte ihren Namen nicht aussprechen, aber ich meine, in den Stories wird ihr jetzt eh sehen, wie sie heißt. Ich möchte euch nur eine Sache in diesem Video klarstellen, also bleibt dran. Wenn wir uns Domus ihrem Profil angucken, ihre Stories, dann sieht man, dass sie auf jeden Fall auf Gewalt steht, weil sie so viel Polizei postet. Und dann kommen wir zu ihrer Fragerunde. Hast du wirklich keine Angst, dass mal jemand kommt? Ne? Dann schreibt sie natürlich: Hahaha, wieso sollte ich Angst haben? Haben wir alle eine Störung. So, du behauptest, dass die Leute, die dir schreiben, nach so einer Aktion, wo du dich darüber lustig machst, wo du ein kleines Mädchen auslachst, die vermöbelt wird, dass Leute dir schreiben, hast du keine Angst, sowas zu posten? Schreibst du auch noch, nimmst du dir das Erlaubnis heraus, um zu fragen oder zu sagen, die haben eh alle eine Störung. Wenn hier jemand eine Störung hat, dann bist du das. Weil ich meine, zeig mir einen Menschen, vor allem ein Mädchen, die sich über sowas lustig macht, ja, die solche Sachen postet und dann anderen noch die Aussage tätigt, dass die alle eine Störung haben. Alles klar. Naja. Ach so, findest du es also lustig, dass dieses 12-jährige Mädchen gehauen worden ist? Darauf schreibt hin Domus: Yep, ist witzig. Ich kann es verstehen, dass alle dann sauer sind und schreiben: Du, wirst niemals jemand irgendwas persönlich sagen. Hast safe Angst. Daraufhin schreibt sie: Hahaha, was für Angst, man soll man vor euch Angst haben? Okay, was in Deutsch? Schreiben kann sie auch nicht, das liegt an ihren Domusfingern. Ich sage es euch auch persönlich. Ja, ne, was ich euch sagen will ist, sie provoziert euch die ganze Zeit, dass wirklich jemand kommt und es tut. Wir lesen, bevor ich meine Meinung dazu jetzt richtig abgebe, was ich euch sagen will, ist, was ganz wichtig ist, gehen wir erstmal ihre Fragerunde durch. Passt auf. Mädchen, merkst du es? Alle hassen dich und irgendwann wird jemand kommen. Hahaha, denkst du, es juckt mich so? Ob so Behinderte, Töchter mich hassen? Ja, irgendwann. Ich sagte ja, ein Opfer nach dem nächsten. Wann könnt ihr mal alle in die Klapse gehen? Eure Mütter am besten gleich mit dazu. Ich sehe es jetzt kommen. Am Ende hat Caro Angst, wenn welche kommen. Caro ist übrigens Domus. So, daraufhin antwortet sie: Wenn welche kommen, und nein, werd keine Angst haben. Werd jeden sagen, dass deren Mütter sind und alle in die Klapse gehören. So, da haben wir wieder die Sache. Die Einzige, die in die Klapse gehört, bist du. Wallah, ich frag mich, mit welche... Du hast ja keine Eier, ja? Aber ich frage mich, mit welchem Gesicht, mit was für Gedanken du dich da hinsetzt und solche Storys machst. Ich meine, du bist öffentlich, du bist nicht mal privat. Was fällt dir ein? Was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen? Wie kann man als Mädchen, da du eine Ausbildung machst, gehe ich davon aus, dass du auch jung bist. Aber ich denke, dass du volljährig bist, bin ich mir sicher. Aber was ist falsch gelaufen? Sie provoziert das immer wieder heraus. Jetzt passt auf, hiermit ruft sie alle dahin, wo sie ihre Ausbildung macht. Ja, sicher werde ich heulen. Am Ende kommt eh keiner wie immer, obwohl ihr jetzt wisst, wo ich arbeite bzw. Ausbildung mache. Hab ja gesagt, können gerne alle kommen. Vom Montag bis Freitag bin ich von 8 bis 16 Uhr da. Würde euch das echt gern persönlich sagen. Allein, wie sie jedes Mal diese asozialen Stories macht mit ihren Domusfingern und diese Kippe in ihrer Hand hält, merkt man schon eigentlich, was das für eine ist. Ja, mal schauen. Kann aber nur 30 Minuten live gehen, wegen Sperre. Da will ich gar nicht wissen, wie sie in ihrem Live drauf ist. Ich will auch gar nicht wissen, nachdem ich hier sitze und ein Video gegen dieses Domus mache, wie sie über mich in ihrem Live reden wird. Nehmt's gerne auf, schickt's mir zu. Und ich habe euch gesagt, ich übernehme ab hier. Also, was ich euch sagen will ist, dieses Domus-Kind möchte genau das, was ihr in eurem Kopf habt. Sie möchte, dass einer von euch oder eine von euch in ihre Ausbildungsstelle kommt, wo Kameras sind, auf sie irgendwie, ihr wisst schon was, und dann
gibt ihr ihr genau das, was sie haben möchte. Solche Leute sind krank in ihrem Kopf. Die einzige, die eingewiesen sollte, ist sie. Was ich euch sagen will ist, macht euch auf keinen Fall eure Finger an solchen Menschen schmutzig. Haltet euch fern, egal was sie euch sagt, was sie postet, weil ich habe keinen Bock, dass irgendeiner von euch am Ende da aufgenommen wird, das gepostet wird und es am Ende heißt, sie ist das Opfer. Stimmt aber nicht. Sie ist diejenige, die eingesperrt werden muss. Was ich euch sagen will ist, ganz einfach, sie stellt euch so dar, sie provoziert euch und am Ende, wenn es einer von euch tut, seid ihr die Bösen. Und genauso wird es sein. Haltet euch auf jeden Fall fern. Wir machen das zusammen in der Öffentlichkeit. Es ist immer noch besser, wie dass wenn einer von euch hingeht und ihr was antut. Es lohnt sich nicht. Auf keinen Fall. Haltet euch fern von so Leuten, weil das sind Loser. Wisst ihr, wie ich meine? Mag sein, dass sie ihre Ausbildung gerade macht, aber im Endeffekt ist sie einfach ein Dummus, ein Loser, die nichts in ihrem Leben hinbekommt, die unzufrieden mit sich selbst ist. Ich meine, wenn wir uns so ihre Storys anschauen, sieht das ja aus wie diese Hartz-IV-Serien auf RTL. Ich meine, schaut euch das an mit Kippen auf dem Tisch und Essen auf dem Tisch, Flaschen, Alkohol. Daran merkt man schon, wie asozial eigentlich sie drauf ist. Allein guck mal an diesen Storys. 4 Euro für Schnaps geht ja gar nicht. Hahaha. Ich find's halt krass, dass sie noch irgendwelche Freundinnen hat, die mit ihr rumhängen. Ob diese Freundinnen, die mit ihr rumhängen, ihr das nicht ins Gesicht sagen und sie fragen, ich meine, was postest du da? Wie kannst du dir das Recht nehmen, sowas überhaupt in der Öffentlichkeit zu sagen, nach all dem, was passiert ist? Aber was willst du erwarten? Für jeden Topf gibt's einen Deckel. Also gehe ich davon aus, dass ihre Freundinnen genau aus demselben Fabrik kommen. Gestörte Menschen gibt es. Und dass sie sich überhaupt noch das Erlaubnis nimmt zu sagen, dass ihr alle gestört seid und eingewiesen werden müsst. Alles klar. Ja, ist halt so eine richtige Assi-Pratze, die mit Kippen rumläuft. Jede Story mit Kippen in der Hand voll stolz das postet, weil sie nichts anderes zeigen kann. Außer ihre Domusfinger und ihre Kippen. Ich habe gar keinen Bock darauf. Aber ich möchte euch nur sagen, Finger weg von solchen Menschen. Kommt bitte nicht auf die Gedanken, ihr irgendwas anzutun. Ich bin der Letzte, der das möchte, dass einer von euch Kopfschmerzen bekommt wegen solchen Menschen. Ich meine, wenn wir uns Domus ihre Storys angucken, welcher Mensch postet so ein Bild und sagt, ich freue mich so sehr auf diese Tage, endlich geht der Sommer vorbei. Sie freut sich darüber, dass der Sommer vorbeigeht. Ich meine, in so einem Domus-Körper würde ich mich auch freuen, wenn der Sommer vorbei ist. Also Habibis, in dem Sinne, ihr wisst Bescheid, kurzes, knackiges Video. Haltet euch fern von so Menschen. Ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber das musste ich hier einfach mal loswerden, weil dieses Domus-Kind hat mich sehr aufgeregt.